Folge 2 von der Demo von Hollywood Animal. Ich bin Dennis und ja, wir sind immer noch in Kalifornien, in Los Angeles und produzieren gerade unser erstes Drehbuch, unser erstes eigenes. Unser erster Film wird gerade vertrieben, also sprich den haben wir ja schon produziert, den Western Hinkender Luke. Limping Luke wahrscheinlich im Englischen. Und der erscheint bald. Wir sind jetzt am 11. März und er kommt in etwas mehr als einem Monat ins Kino. So, wir können mal kurz nochmal pausieren. Wir haben ja einige Aufgaben. Wir sollen eine Produktions- und eine Vorproduktionsabteilung bauen. In dieser Hollywood-Filmstudio-Simulation oder Manager-Simulation ist vielleicht doch ein bisschen viel gesagt. Was kommt nach dem Drehbuch? Die Vorproduktion. Also bauen wir mal erstmal die Vorproduktionsabteilung. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, warum man das alles so weit auseinanderbauen muss. Also scheint mir irgendwie so ein bisschen so künstlich. Warum kann ich das jetzt hier nicht daneben bauen? Also ist mir noch nicht so ganz klar, warum das sinnvoll oder notwendig ist, das so zu machen. Aber das Spiel wird es schon wissen. Auch hier wähle ich natürlich den günstigsten Kontraktor, weil ich bin cheap as fuck. Solange das Gebäude trotzdem fertig wird, ist mir das egal. Ja toll, jetzt haben wir hier so eine riesen Lücke in der Mitte und was machen wir damit? Das weiß niemand. Vielleicht kann man die Sachen später noch vergrößern und ausbauen. Deswegen braucht man da so viel Platz. Ja, das könnte natürlich sein, dass diese Ausbauten, dass die das dann vergrößern, die Gebäude. Was kann ich denn hier noch so machen? Personalwesen, was kann man da so bauen? Personalabteilung kann man auch weiterentwickeln, zum Beispiel mit einer ethnischen Zusammensetzung. Krass. Halte die ethnische Zusammensetzung des Studiopersonals aufrecht. Was soll das bedeuten? Ist das jetzt gut? Also ethnisch, also im Sinne von Vielfalt, aber wollen wir möglichst vielfältig sein oder möglichst nicht vielfältig? Wir haben auf jeden Fall eine Menge Rassisten, die bei uns arbeiten. Eröffnet das Gebäude für Dienstleistungsabteilung, was genau das auch immer bedeutet. Also, das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz durchschaut, aber vielleicht warten wir im Tutorial auch darauf, dass uns das Spiel das erklärt. So. Jetzt bauen wir erstmal die Vorproduktion und von mir aus bauen wir auch die Produktion noch. Was soll der Geiz? Baubeginn. Kann ich die hier noch irgendwo in die Mitte bauen? Ja. Guck mal, passt doch hier noch wunderbar hin. Auch den günstigsten Auftragsarbeiter, den man sich nur wünschen kann. Und dann sind wir good to go hier. Dann spule ich mal noch ein bisschen vor. Wir wollen ja schließlich endlich mal einen Film ins Kino kriegen. Müssen wir noch einen Monat warten. Solange gucke ich mal hier kurz noch, was wir bei der Instandhaltung noch so bauen können. Grundlegende Landschaftsgestaltung. Ein eigenes Kraftwerk. Hot. Liefer deinen eigenen Strom ans Studio. Standard 1500 Tage dauert das? Heide Witzka, das dauert lange. Okay. Ich kann das mit Einfluss, kann ich das beschleunigen? Das kann ich deutlich beschleunigen. Also wenn ich hier zum Beispiel 50%, nee, man kann maximal 10% das beschleunigen. Das lohnt sich aber schon ordentlich. Also 10% ist schon eine ganze Menge. Das ist mit der grundlegenden Landschaftsgestaltung. Das ist doch auch nicht so schlecht, oder? Wollen wir das mal machen? Das upgraden wir jetzt mal. Das kostet ja auch kein Geld, also mache ich das jetzt einfach. Grundlegende Landschaftsgestaltung. Die Frage ist, was habe ich davon? Steigt dadurch die Loyalität meiner Mitarbeiter, weil die das schöner hier finden? Oder die Zufriedenheit oder so? Gut, das hat das Spiel jetzt so noch nicht erklärt. Vielleicht kommt das noch im Tutorial, vielleicht muss ich dafür auch die Vollversion kaufen. Wäre ja auch okay. Felix Hill, einer meiner Drehbuchautoren, hat sich von einigen Leuten etwas Geld geliehen. Ich dachte, das seien gute Leute. In der Regel liege ich mit sowas richtig. Aber nun folgt mir irgendein Idiot auf Schritt und Tritt und will, dass ich die Schulden zurückzahle. Ich zahle den gesamten Betrag heute zurück, aber ich brauche etwas Erholung. Du weißt doch, wie es heißt. Du magst stark sein, aber die Karten sind stets stärker. Das alles ist übrigens Quatsch. Ich zeige den Karten, wer der Boss ist. Kannst du mir ein paar Monate lang freigeben, damit ich das alles in den Griff kriegen kann? Na gut. Ich brauche ja meine Drehbuchautoren gerade nicht alle.
Also es ist ja nicht der, der gerade hier an dem Drehbuch arbeitet. Insofern ist das nicht so wichtig. So, wir haben die Vorproduktion abgeschlossen. Das ist super. Jetzt brauchen wir noch einen Chef oder eine Chefin. Philipp, Herman oder Jeanette. Also vom Preis her würde ich sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist es eindeutig Herman. Ja, komm. Das war nur für 3 Jahre, aber ich meine, der ist schon günstiger als die anderen. Das sind die Schauspieler, die beim Studium geblieben sind, nachdem der Besitz übertragen wurde. Wie heißen sie? Jetzt könnte ich mir Namen ausdenken, aber ich finde Jane Fisher, Sarah Freed. Sarah Freed. Freed. Mit einem I ohne E finde ich das irgendwie komisch. So klingt das irgendwie amerikanischer. Und Russell Simmons. Simmons. Okay. Ja, das sind meine Schauspieler. Das sind die Schauspieler, die beim Studio geblieben sind. Also, wir haben ja doch einige. Also, wow. Das sind die Regisseure, die bei uns geblieben sind. Louis Matthews und Anthony Campbell. Sind die gut? Taugen die was? Keine Ahnung. Danke für die Information, aber ich weiß immer noch nicht, ob die was taugen. Was hat Lydia Globe? Schauspielerin. Die legendäre Lydia Globe ist wieder im Sattel. Fast. Oh ja, ich weiß, du hast erwartet, dass ich sofort einen neuen Film starte. Aber das Sprechen gewöhnen dauert länger als erwartet. Du musst verstehen, ein Vogel, der in den Wolken fliegt, kann nicht einfach ohne Vorbereitung in die Tiefen des Meeres tauchen. Ich mache Sprachübungen mit Meistern der Bühne, dehne meine Stimmbänder, trinke Eiercocktails. Morgens diese samtige Stimme, man kann schon einen Unterschied bemerken. Oh ja. Bitte, ich flehe dich an, wirklich. Ich flehe dich an. Gib mir 3 weitere Monate, um mich auf meine erste Sprechrolle vorzubereiten. Du wirst sehen, deine Geduld wird belohnt werden. Ja, das kommt einem erstmal komisch vor, aber die haben ja alle vorher noch nie gesprochen. Also wir sind ja 1929. Der erste Tonfilm ist gerade gelaufen. Das ist noch nicht üblich, ja, dass die vor der Kamera reden müssen. Deswegen müssen sie das erstmal üben. Brauche jetzt eine Schauspielerin, dein Urlaub ist vorbei. Nein, komm, die kriegt noch ein paar Monate Urlaub. Ich drehe ja gerade keinen Film. Also, warum soll ich da jetzt so hetzen? Ich habe ja auch noch andere Schauspieler. So, jetzt bringen wir aber erstmal in einer Woche den hinkenden Luke ins Kino. Ja, die Produktion ist auch fertig, sehr schön. Wir brauchen einen Chef für die Abteilung. Ich finde gut, dass wir einen Head für die Produktionsabteilung mieten. Also, da könnte man noch in Stellen Sie ein in der deutschen Übersetzung vielleicht ändern. Wäre ganz schön. Auch hier wieder die besten Werte hier hat der George Anderson und der ist nicht der teuerste. Der hat auch hier die besten Werte mehr oder weniger. Also, warum soll ich den nehmen? Nur weil der ein bisschen zufriedener ist, oder was? Komisch manchmal. Also, wie der Preis nicht unbedingt übereinstimmt mit den Fähigkeiten. So, meine Schauspielerin Jane Fisher sagt, ich hörte, dass Lydia Globe aus dem Ruhestand kommt, oder was ich eher gehört habe, ist, dass sie eigentlich nie in den Ruhestand gegangen ist. Sie hat einfach nur an ihrer Stimme gearbeitet, damit sie uns noch mehr Rollen stehlen kann. Es ist wohl zu viel verlangt, dass diese gierige Schlange endlich in den Ruhestand geht. Es muss doch einen Funken an Gerechtigkeit in diesem Geschäft geben. Also Jane Fisher mag die Lydia überhaupt nicht. Das heißt, die packen wir demnächst zusammen in so eine Buddy-Comedy. Joe Duvall in Hinkender Luke. Warte mal. Ein Bein, zwei Colts. So, der Film wird veröffentlicht. Zack, dann gucken wir doch mal, wie kommt der an? Wie läuft das jetzt? Kinomark. Was heißt das? Kinomark-Bewertungssystem misst die Bewertung des Publikums am Tag der Premiere. Wenn du dir sicher bist, dass du einen hochwertigen Film produziert hast, die Menschen ihn aber nicht wertschätzen, dann hast du vielleicht die falsche Zielgruppe ins Kino gebracht. Wir haben sehr gut aufgepasst. Das Spiel hat uns während der Produktion des Films gesagt, dass der für Männer von klein bis groß geeignet ist, dieser Western, weil das ja eine Vater-Sohn-Geschichte ist und wir haben ihn dann eben auch so vermarktet. Scheinbar hat das gut funktioniert. Jetzt kriegen wir ein paar Reviews. Dem Film fehlt es gelegentlich an Feinfühligkeit, aber die Handlung ist rührend. Schießereien, fantasievoll, ein ehrenwürdiger Film mit unersetzlichem Joe Duvall. Leider hat Amerika einen großen Schauspieler verloren. Stark, dass das hier mit eingebaut wird, dass der Hauptdarsteller gestorben ist. Der perfekte Actionfilm mit feurigen Schießereien und erinnerungswürdigen Charakteren erleuchtet er einem den Abend. Ja, sehr nett, danke, Roy. Von der südlichen Nacht
Jeanette Foley hat geschrieben, Kämpfe und Schießereien haben keinen Platz in der Gesellschaft. Okay. Ist sie Amerikanerin? Was? Hat sie irgendwas falsch verstanden? Diesen Film würde man sich nur aus einem Grund ansehen. Joe Duvalls durchdringende Augen. Welche Schande, dass diese Augen uns nicht länger durch die Leinwand durchdringen werden. Also durchdringend war ihr sehr wichtig. Und Earl McKinney von den mitreißenden Krimis. Das hier ist zwar kein Krimi, aber wir konnten es uns nicht entgehen lassen. Der Hauptstar tat, was er am besten konnte und hauchte diesem aufregenden Film Leben ein. Nachdem man das gesehen hat, muss man sich einfach fragen, kann der Tod von Joe Duvall am absoluten Höhepunkt seiner Karriere wirklich ein Unfall gewesen sein? Es ist schon gut, dass der Mann von den mitreißenden Krimis sich sicher ist, dass da ein Verbrechen dahinter steckt. So, meine Mitarbeiter, die daran mitgewirkt haben, an dem Film, kriegen Erfahrungspunkte. Das ist sehr schön. Ich bin gespannt, was passiert, wenn sie mal ein neues Level erreichen. Also ob dann hier irgendwie ihre Sternchen-Punktzahl sich ändert. Vermutlich schon. Leider kriegt der Hauptdarsteller auf Bühne verbracht? Was heißt das? Bühnenausgaben? Heißt das einfach nur Veröffentlichung? Also Veröffentlichung kostet mich nochmal Geld. Ja, der Hauptdarsteller kriegt leider keine Erfahrungspunkte, die braucht er nicht mehr. So, Drehbuchabteilung ist fertig mit der, nee, Geschichtenwerk, achso, mit dem Upgrade. Okay, wir haben die Geschichtenwerkstatt fertig, das heißt, wir können jetzt selber Geschichten schreiben. Neue Handlungselemente entwickeln, aha. Autoren schreiben schneller. Büro für freiberufliche Autoren. Zusätzliche 25% Erfahrung pro Veröffentlichung. Das mache ich als erstes. Sowas ist immer gut, das gleich als erstes zu machen, weil man damit auf Dauer mehr Erfolg hat. Ne? Also. Baue eine Geschichtenwerkstatt. Okay. Und baue eine Level 1 Tonbühne. Sprich ein Studio, ein Aufnahmekomplex. Jetzt bauen wir erstmal eine Geschichtenwerkstatt. Kombiniere Genres, Charaktere und Handlungswendungen, um deine eigenen Geschichten zu kreieren. Da habe ich Bock. Ach guck, deswegen, das habe ich mir ja schon gedacht, dass man jetzt hier Sachen dazwischen bauen kann, sozusagen. So, das bauen wir mal hier hin. Baubeginn ist auch nicht so teuer. Zack, kommt da an die Straße, wird da automatisch noch so ein bisschen eingefügt. So, und jetzt bauen wir noch das Wichtigste überhaupt, nämlich die Tonbühne, also sprich eine so eine Halle, ne, so ein bisschen so eine Drehhalle. Kennen wir sicherlich alle schon mal gesehen. Die bauen wir mal hier drüben hin. So. Kostet uns 35.000, dauert 20 Tage. Wird gemacht. So. Schick. Gut, weiter geht's. Jetzt gucken wir mal, bis die erste Woche rum ist und wir mal hoffentlich ein bisschen Geld verdient haben mit dem hinkenden Luke. Das wäre gut. Was war das hier nochmal? Also die Postproduktion. Konzertsaal, Tonstudio, Filmlabor, Fokusgruppe in Rufbereitschaft. Professionelle Postproduktionseinrichtung. Halten doppelt so viel Erfahrung für die Teilnahme an der Postproduktion. 1500 Tage. Das dauert ja alles ewig. Das Filmlabor. Ja komm, da macht man Tonstudio, damit wir... Ich meine, wir sind jetzt in der Ära des Tonfilms, Leute. Da können wir jetzt hier nicht mehr mit dem üblichen Geschrammel und Gekratze irgendwie arbeiten. Okay, das Drehbuch in gefährlicher Höhe hat eine grundlegende, also das neue Drehbuch, was wir geschrieben haben, hat eine grundlegende Stärke im Unterhaltungsbereich. Ja, gibt direkt für die Drehbuchautoren, jetzt sehen wir es auch mal hier, da steigt der Level. Ist jetzt die Zahl gestiegen? Ich habe eben gar nicht gesehen, wo er vorher war. War er vorher bei 2 Sternen? Hat er jetzt 3? Müsst ihr nochmal zurückspulen. So, wir haben jetzt ein eher, ich würde sagen, mittelmäßiges Drehbuch. Aber vielleicht können wir das ja noch verbessern durch die ganze Produktion. Also spielt in einer modernen amerikanischen Metropole der 1920er, 30er Jahre. Polizist, Banditen, ein Gefängnisausbruch ist ein Thema. Protagonist wird für Verbrechen bestraft. Ja, toll. Schade, dass er nicht entkommt. Das wäre doch viel besser. Oder was passiert jetzt? Jetzt können wir hier den Film drehen. An diesen Orten spielen sich die Ereignisse des Films ab.
Die Figuren verbringen die meiste Zeit an den in Gold hervorgehobenen Drehorten. Daher wird der Großteil der Dreharbeiten dort stattfinden. Nur kleinere Szenen werden an Nebendrehorten gefilmt. Du musst entscheiden, welche Szenen auf einer Tonbühne gedreht werden, also im Studio, und welche lieber vor Ort. Wähle das Qualitätslevel des Standorts. Im Pavillon hängt die Qualität von der Drehausrüstung, Kulisse und dem Design ab. Draußen liegt der Fokus auf der Schönheit und Authentizität der natürlichen Szenen. Im Pavillon, damit ist die Tonbühne gemeint, ne? Also im Studio. Warum haben sie das mit Pavillon übersetzt? Weiß man nicht. Wenn du einige Szenen des Films auf einer Tonbühne drehen möchtest, kannst du auswählen, welche Tonbühne verwenden möchtest. Ich habe ja noch keine. Also Tonbühne 1, aber noch habe ich ja keine. Deswegen warten wir jetzt so lange. Ich möchte natürlich einige davon auf einer Tonbühne drehen, ist doch klar. Aber dafür müssen wir erstmal eine bauen. Doppelte Erfahrung für Regisseure und Kameraleute. Produktionsunterstützung. Öffnet, wodurch die Dreharbeiten am Drehort erleichtert werden. Okay. Ah, seht da mal, ne? Das kostet alles unglaublich viel Zeit. Ich meine, 1500 Tage, das sind ja 5 Jahre. Das heißt, davon profitieren wir erst in 1934. Kontrolle über den Zeitplan des Films. Ja, dann machen wir erstmal das. Ich glaube, jetzt die Zeitplanung, der Drehplan bei so einem Film ist schon nicht ganz unwichtig. So, jetzt lassen wir erstmal noch ein bisschen laufen und haben tatsächlich Geld verdient. Wow. Der hinkende Luke, der hat schon 1,7 Millionen umgesetzt? Das kann doch überhaupt nicht sein. Wie hat denn der so viel Geld gemacht? Ist ja ein Mega-Erfolg bei den jungen Männern und ihren Vätern. Stark. Das ist ja richtig stark. Können wir den länger laufen lassen? Also, den würde ich ja gerne noch ein bisschen laufen lassen, wenn der so gut läuft. Geht das? Kann man das dann machen, sobald der Film die 4 Wochen durchgelaufen ist, oder was? Also es wäre jetzt schade, wenn der aus dem Kino rausgeht, ohne dass wir den nochmal eine Woche oder zwei verlängern können. Die ersten 4 Wochen waren erfolgreich. Natürlich kann der Film immer noch Geld an der Kinokasse einnehmen. Wenn wir unsere Mieteinigung mit den Kinos verlängern, können wir noch viel mehr einnehmen. Klicke auf Erneuern, um die Mieteinigung unter denselben Bedingungen um 4 Wochen zu verlängern. Woche 1, Bruttoeinnahmen 650.000, Miete 73.000 in 7.000 Vorführungen, 99% Besucher. Also ich denke mal, wenn wir noch bis runter auf 40 oder 30, also wir nehmen ja selbst mit 66% Füllung der Kinos im Durchschnitt, haben wir immer noch ein Plus von 350.000 ungefähr. Also das lohnt sich ja mal hart. Das machen wir nochmal um 4 Wochen. Ich dachte, jetzt kann ich aussuchen, ob ich 1, 2 oder 4 Wochen will oder so. So, wir haben eine Tonbühne 1. So, jetzt können wir nämlich dann nochmal hier in dieser Demo-Let's-Play-Folge direkt mal schauen, dass wir hier diesen Film beginnen. Du kannst jederzeit deine Meinung über das Projekt ändern. Das Drehbuch wird auf Eis gelegt, bis sich ein günstigerer Zeitpunkt ergibt. Nö, wir machen das jetzt einfach mal. Ich will natürlich mal sehen, wie das jetzt hier so funktioniert. Klar. Kameramann. So, jetzt brauchen wir einen guten Kameramann. Dreharbeiten auf Tonbühne. Der Thomas Morrison, der kann beides ganz gut. Beiden so mittel. Der macht das jetzt mal so. Also Metropolenstraßen, Metropoleneinrichtungen. Was heißt das? Was sind denn Metropoleneinrichtungen? Also den Flughafen drehen wir draußen. Flughafen drehen wir draußen, würde ich sagen. Höher als einen Stern können wir nicht machen. Gefängnis, Metropolenstraßen drehen wir draußen. Metropoleneinrichtungen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Vielleicht irgendwie sowas wie eine Bank oder sowas? Also, weiß ich nicht genau. Ach so, das ist Studio, so rum. Das ist draußen, das ist drin. Genau. Ja, müssen wir schon ein bisschen investieren. Das Gefängnis drehen wir drin, das können wir gut bauen. Bei uns im Gebäude. Dann haben wir noch eine Station, damit ist wahrscheinlich ein Bahnhof gemeint. Das Hotel drehen wir drin. Das Kino... Wir werden ja wohl ein eigenes Kino hier irgendwo haben. Das können wir auch drinnen drehen. Und die Station, dann müssen wir irgendwie rausgehen zu einem Bahnhof. So. Die Gesamtdauer der Dreharbeiten ergibt sich aus der Summe aller Drehtage an den einzelnen Drehorten sowie aller dazwischenliegenden Samst- und Sonntage. Wow. Das ist ordentlich. Die
Gesamtdauer, also 124 Tage? Was ist denn das für ein krasser Shit? Alter Falter. Metropolenstraßen 32 Tage? Was wollten die da alles drehen, Leute? Krass. Basisdauer 14 Tage. Wie ginge das deutlich schneller, wenn wir das drin drehen? Dann drehen wir das drin. Dann drehen wir das drin, dann drehen wir nur den Flughafen draußen und die Station. Und das Kino drehen wir dann auch draußen. Da sind wir ja nicht so lange. Ah? Ja, Flughafen können wir nicht bei uns drin drehen, das sieht doch komisch aus. Wie soll man das bauen? So auf die Schnelle. Fortfahren. Technologien, Drehtechnologien. Wir haben nur die normale 35mm Kamera. Haben wir noch nichts entwickelt. Da wissen wir auch noch gar nicht, wie das geht. Tontechnologien, da nehmen wir das billigste Mikrofon, Mono, was es jetzt aktuell gibt, 1929. Dann engagieren wir noch ein paar Extras. Sieht sonst komisch aus, finde ich. Also so Szenen, die in Städten spielen und dann hast du da kaum Leute. Also ums Geld geht's nicht. Wir verdienen mit dem hinkenden Loop verdammt viel Geld. Wir können aktuell noch nicht so viel hier investieren, weil wir noch gar nicht die entsprechenden Sachen erforscht haben. Aber wir nehmen ein bisschen mehr Crew dazu. Also ums Geld soll es jetzt hier wirklich nicht gehen. Produzent, da nehmen wir unseren besten Vincent Rooks. Nehmen wir dazu. Regisseur wird Anthony Campbell. Das ist jetzt hier unser... Hat er schon Top-Genres? Nö. Hat er nicht. Na, dann wird er jetzt hoffentlich dieses Genre für sich entdecken. Abenteuer-Action. So, den Polizisten, also die Hauptfigur, spielt Peter Harris, 35 Jahre alt. Also die sind alle... Der ist zu alt. David Goodman ist zu jung. Russell Simmons... Das passt irgendwie nicht. Also, ich würde sagen, es ist... Peter Harris ist der Polizist. Genres. Action. Passt doch. Kann er das machen? Rollen. Cowboy. Sheriff. Kumpan. Böses Monster. Und der Jungsche, der hat Kumpan. Rivale. Bandit. Na, dann machen wir das. Das sind die beiden gegeneinander. So, dann spielst du den Antagonisten David. Ich glaube, das könnte was werden. Okay. Ich habe das Gefühl, das könnte eine ganz coole so Rivalität werden. Um mit der Vorproduktion zu beginnen, musst du deine Pläne offiziell abstempeln und genehmigen lassen. Okay. Cool. Also wir haben Vorproduktion 26 Tage, 81 Tage Produktionszeit. Die Zahl der Drehtage hat sich dank der Praktikabilität der Technologie verringert. Was heißt das? Unpraktische Technologie ist der Doppler. Also es ist sozusagen der Level der Technologie, der das nochmal verschlechtert, die Drehkosten oder die Drehzeit. Gesamtkosten Vorproduktion 116.000, dann nochmal 276.000 für die eigentlichen Dreharbeiten. Akzeptiert. Dann hoffe ich mal, dass diese Werte hier ein bisschen steigen über den Dreh hinweg. Alles andere wäre doch sehr schade. Spannend. Ist ein schönes Spiel. Also die haben sich da viele, viele, viele gute Gedanken gemacht, finde ich. Wie man sowas, so eine Management-Simulation in diesem Genre aufziehen könnte. So, die Drehbuchabteilung hat das, die Geschichtenwerkstatt abgeschlossen. Können wir sie ja mal öffnen, mal nachgucken, was da so abgeht. Wir können eine neue Geschichte erstellen. Jetzt kann ich mir selber was ausdenken. Dann würde ich sagen, würde ich gerne Troja drehen. Ich mache jetzt mal so einen Sandalenfilm. Geschichte? Ja. Genres? Kann man auch mehrere Genres? Ah. Geschichte, Action, Drama. Geschichtsdrama, Geschichtsaction. Na, er ist eher ein Geschichtsdrama, oder? Oder ein Geschichtsabenteuerfilm? Auch nicht so schlecht. Und dann kann man noch sagen, was hier... Naja, aber es ist eigentlich... Drama macht mehr Sinn, oder? So, Geschichte mit Drama, bisschen Action ist auch noch drin. So, zack, mal gucken, keine Ahnung. Moderne, tropische Insel, Wilder Westen, der wollt ihr mich verarschen. Es ist doch scheiße. Kann ich ja alles nicht. Okay, na gut, dann gehen wir zurück. Kann man auch nochmal zurückgehen? Wie geht man hier zurück?
Es gibt keinen Zurückknopf? Was ist für Mist? Kann ich nur löschen und dann wieder von vorne oder was? Also, dass ich nicht historisch irgendwas... Achso, guck mal, sie haben ja auch neue Ideen. Aber immer nur dasselbe. Detektiv, Cowboy, Wilder Westen, Ritter. tolle Idee. Cowboy in der modernen Metropole. Wilder Westen, Cowboy, Abenteuer. Detektivgeschichte, Wilder Westen. Ja, komm. Was gab's denn 1929 noch für Fantasy-Geschichten oder sowas? Gab's da irgendwas Fantastisches schon? Boah, Leute, was gab's denn 1929 schon für Fantasy-Geschichten? Also, die Nibelungen natürlich, gut, klar. Aber ich will jetzt auch nicht die Nibelungen nachmachen. Das hat ja 5 Jahre vorher gerade mal Fritz Lang in Deutschland gedreht. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen nah dran. Gut, sollen wir dann doch nochmal einen Western machen oder irgendwas? Was gab's noch für Sachen? Ist mir jetzt zu kompliziert. Also ihr seht, man kann hier Sachen selber erstellen. Man kann wahrscheinlich dann später noch neue Genres freischalten und so. Felix ist aus dem Urlaub zurückgekehrt, sehr schön. Ich bin jetzt gerade nicht kreativ genug, um mir da was zu überlegen. Wir produzieren jetzt noch unseren einen weiteren Film hier. Ich muss ja jetzt hier nicht irgendwie besonders erfolgreich sein. Das ist ja nur die Demo. Wir sind ja auch gleich fertig hier. So, der hinkende Luke hat abgeschlossen. Wir haben fast 4 Millionen Profit gemacht. Mittlerweile verdienen wir kaum noch was damit. Ich würde jetzt den Vertrieb beenden. Wir sind immer noch Rang 1 damit. Das kann nicht sein. Ist nichts anderes gestartet in der Woche oder was? Ist ja grauenvoll. Aber ich finde, wir haben ordentlich Kohle damit gemacht. Demnächst kommt er jetzt in Streamingdienst. 1929. Fred Lawson. Ich habe den Stapel Dokumente durchgesehen, die wir geerbt haben. Und etwas Interessantes entdeckt. Es stellt sich heraus, dass das frühere Studio dem verstorbenen Joe Duvall 25% der Kinoeinnahmen versprochen hat. Diese Bedingungen wurden in letzter Minute hinzugefügt. Sie wurden nur wenige Tage vor Duvalls Tod als Änderung des Hauptvertrags eingeführt. Niemand hat uns darüber informiert. Offenbar weiß die Familie Duvall noch nicht einmal davon. Und was sollte es für sie schon ausmachen? Über seine 5-jährige Karriere hinweg spielte der Kerl in 8 Hits. Sein Erbe sollte für mehrere Generationen ausreichen. Nicht, dass es je dazu kommen würde, natürlich. Die einzigen, die von Duvalls Geld profitieren, sind sein betrunkener Vater und 2 Tanten. Allein die Zinsen sind beachtlich. Die Gesamtsumme beträgt fast $800.000. Sollen wir seine Verwandten erreichen und ihnen mitteilen, dass sie sich nach einer anderen Strandvilla umsehen können? Vielleicht wird sein Vater das ganze Geld in einer Woche versaufen, wir müssen trotzdem zahlen. Naja, ich sag mal, wenn keiner den Vertrag hier gesehen hat, wir haben doch schon gesagt, das ist hier so eine Art Korruptionssimulator. Also ich glaube, dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Es ist ein Geheimnis entstanden. Gestohlene Bezahlung. Wir haben uns Joe Duvalls Verdienst aus dem letzten Film eingesteckt. Manchmal muss man die Grenze überschreiten. Es könnte einfach eine Gesetzessache sein. Oder eine moralische. Geheimhaltung und Diskretion sind der Schlüssel. Je schlimmer das Geheimnis, desto größer die Konsequenzen, wenn die Wahrheit ans Licht gelangt. Bestimmt kommt irgendwann jemand, der uns erpressen kann. Vielleicht unser Assistent hier oder so. Menschen plaudern gerne. Daher können deine Geheimnisse jederzeit ans Tageslicht kommen. Diese Skala zeigt dir die Wahrscheinlichkeit eines Leaks. Du kannst entweder warten, bis das Geheimnis vergessen wird und das Risiko auf Null fällt, oder du überlässt die Sache den netten Herren der Sicherheitsabteilung. Ah, wie früher die echten Hollywood-Studios können wir uns eine eigene Schlägertruppe leisten, die solche Probleme still und heimlich bei Nacht und Nebel verschwinden lässt. Oh, sehr schön. Wir haben unser erstes dreckiges Geheimnis. Sowas gefällt mir. Das hat was von Frostpunk, dass man solche Entscheidungen treffen kann. Okay. Sehr gut. Unser Film ist aus den Kinos raus. Das hat gut funktioniert. Unsere Vorproduktion ist abgeschlossen von In gefährlicher Höhe. Wir haben die Summe ausgegeben, die uns veranschlagt wurde. Der Film ist deutlich besser geworden dadurch. Das war auch zu wünschen. Ist immer noch nicht so doll, ehrlich gesagt, aber kann ja noch werden. So, alle, die an der Vorproduktion mitgearbeitet haben, kriegen ein paar Pünktchen. Und jetzt können wir die Produktion starten. Auf geht's. In gefährlicher Höhe. Wir können hier noch nichts einstellen. So richtig. Also wir starten jetzt einfach mal. Lassen das mal laufen. Das dauert jetzt 110 Tage. Na guti. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge weiter. Ich denke, eine dritte Folge gönnen wir uns noch von Hollywood Animal.
Einfach nur deshalb, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht und ich das Spiel echt, echt gut finde. Also das, was ich jetzt in der ersten Stunde gesehen habe, gefällt mir hervorragend. Das spielen wir weiter. Morgen kommen wir in die dritte und dann letzte Folge. Dann mehr als 3 Folgen mache ich zu Demos eigentlich nie. Ich finde das dann doch ein bisschen albern. Da warte ich lieber auf die Vollversion. Und ich denke, das Spiel hier hat ähnlich wie auch schon PAX Augusta vor einigen Tagen gute Chance, als tatsächliches Projekt hier im Kanal zu landen. Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Findet ihr das Thema cool? Findet ihr das Spiel bisher interessant? Mich spricht es total an. Ich liebe solche Spiele. Wie gesagt, ich habe ja auch schon so Movies damals gespielt, rauf und runter, hunderte Stunden. Und die gesamte Filmindustrie fasziniert mich. Diese Ära damals in den 20er, 30er, 40er Jahren ist wahnsinnig spannend. Ich bin gespannt, wie weit das Spiel hier erzählt. Also ob es nur die 10, 20 Jahre erzählt oder ob es auch bis in die späteren Äras von Hollywood geht. Da gibt es sicherlich auch viele interessante Sachen zu erzählen. Keine Ahnung, wir werden es herausfinden, wenn das Spiel dann erscheint in den nächsten Monaten. Ich freue mich drauf und jetzt freue ich mich erstmal auf die nächste Folge, dann morgen. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.